Auf Höhe der Grundlinie findet ihr einen orangenen Vermessungspunkt. Im nächsten Schritt richtet ihr die Schraube des Stativs auf diesen Pfosten aus. Stellt nun zu zweit das Stativ auf. Auf der Vorderseite des Brettes findet ihr das Spielfeld aufgezeichnet mit einem Loch für die Messlatte. Auf der Rückseite befindet sich ein Strich, der auch in Richtung des Pfostens ausgerichtet werden sollte. Befestigt anschließend das Brett am Stativ. Mit Hilfe der vorhin gezeigten Schraube könnt ihr das Brett fixieren. Das Lot 5 cm über dem Boden hängend befestigen. Richtet das Brett so aus, dass die Längsseite des Spielfeldes Richtung Torpfosten zeigt. Dabei soll das Lot über dem Vermessungspunkt hängen. Das Stativ auf 1,23 Meter einstellen. Wenn ihr hier zu dritt seid, fällt euch das Arbeiten mit den Klemmen des Stativs und das Messen mit dem Zollstock leichter. Jetzt muss der Messtisch noch waagerecht gestellt werden. Hierzu legt ihr die Wasserwaage auf den Tisch. Mit Hilfe der zwei Libellen an der Wasserwaage und durch Drehen der drei Schrauben unter dem Messtisch könnt ihr eine Schieflage korrigieren. Perfekt. Kontrolliert zum Schluss noch einmal alle Aufbauschritte. Klebt als nächstes einen weißen Papierbogen in den schwarzen Rahmen. Ist dies getan, steckt ihr die Messlatte in das dafür vorgesehene Loch. Kontrolliert dabei, ob die Messlatte Richtung Torpfosten zeigt. Jetzt ist der Aufbau des Messtisches abgeschlossen und die Positionierung der Spieler beginnt. Der Ball hat eine feste Position und simuliert das erzielte Tor. Messt jetzt die Länge der Strecke zwischen den Torpfosten. Der Ball kommt genau in die Mitte des Tores.
Stürmer 1 hat eine feste Position auf dem Spielfeld. Diese befindet sich am zweiten Vermessungspunkt in der Nähe des Bauzauns. Stellt euch vor, Stürmer 1 erobert hier den Ball. Die Schusslänge jedes Spielers beträgt maximal 30 Meter. Stürmer 2 darf sich an einem beliebigen Punkt in höchstens 30 Meter Entfernung platzieren. Dieser muss sich allerdings in der Angriffsspielhälfte befinden. Lege Stürmer 2 an die ausgewählte Position. Die Positionen von Stürmer 3, 4 und 5 erarbeitet ihr euch anschließend auf gleiche Weise vom vorangehenden Spieler aus. Kontrolliert zum Schluss die Strecke zwischen Ball und Stürmer 5, da diese ebenfalls maximal 30 Meter betragen darf. Verändert gegebenenfalls die Standorte der Spieler. Das Ziel ist nun, die Positionen von Stürmer 2, 3, 4 und 5 zu Papier zu bringen. Dafür solltet ihr wieder zu zweit arbeiten. Eine Person nimmt den Zielstab und befestigt die Libelle an den Schrauben im Holz. Der Zielstab wird mit Hilfe der Libelle senkrecht ausgerichtet. Person 2 befindet sich am Messtisch und richtet das Visier auf das Fadenkreuz des Zielstabs. Ist das Fadenkreuz im Visier, wird eine Linie entlang der ausgerichteten Messlatte gezogen. Im nächsten Schritt messt ihr die Strecke zwischen dem Vermessungspunkt des Messtisches bis zum Stürmer 2. Diese Strecke könnt ihr mit Hilfe der Messlatte im Maßstab 1 zu 100 auf eure gezeichnete Linie übertragen und den Punkt des Spielers einzeichnen. Genau so verfahrt ihr bei Stürmer 3, 4 und 5.